Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 27. Mai 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Zwillingsgeborenen sehen und gesehen werden, die Wahrheit suchen, etwas ins Licht zu bringen. Und weil die Sonne beleuchtet gerade die Tierkreiszeichen Zwillinge, vermittelt es uns eine Botschaft. Die Augen zum Öffnen für diese Tierkreiszeichen, was vermittelt uns alle die Tierkreiszeichen Zwillinge? Das sind Castor und Pollux. Pollux ist der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Castor ist der Sohn von dem König von Sparta, also menschlich und sterblich. Und die beiden sind miteinander verbunden. Wo dann Pollux bat sein Vater Zeus um die Sterblichkeit, damit er Castor nicht alleine lässt bei dem Sterben, wurde Zeus die beiden Zwillinge unsterblich gemacht und im Himmel gesetzt. Und das sind die Hauptsternen in Tierkreiszeichen Zwillinge, Castor und Pollux, und zeigen den Weg zum Gott, zum höheren Bewusstsein, zum Schöpfer, zeigt den Weg unserer Herkunft, weil wir sind ein Teil von der Schöpfung. Und da sollen wir zurückkehren mit unserem Glauben, mit diesem Vertrauen. Das ist die Verbindung und der Weg zeigt uns die Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das ist Luftelement, das heißt, das befreit uns. Dann verspüren wir auch die Leichtigkeit und haben eine spielerische Art und Weise, das Leben zu begegnen. Bedrückt uns das nicht so, weil wir sind mit Gott verbunden oder wir sind mit unserem höheren Bewusstsein in Verbindung. Und dann können wir das Leben mit Kinderaugen betrachten, neugierig sein, weil hier ist vieles zum Entdecken. Und knüpfen wir leichter Kontakte. Weil die Luftelement vermittelt die Sprache und kommen wir leichter zum Kontakten, zum Gesprächen. Unser Planet Erde befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und das bedeutet zurzeit für die Schützengeborenen eine feste Boden unter den Füßen, materielle Sicherheit und Stabilität, vielleicht die Grundstein für etwas. Etwas gründen, ein Haus bauen oder eine Ehe gründen, Familie gründen oder die Selbstständigkeit, die erste Baustein, die erste Schritte. Und diese Sicherheit und Stabilität ist zurzeit sehr wichtig bei den Schützengeborenen. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion, steht in Verbindung zum Jupiter. Jupiter vergrößert etwas und das heißt, wir nehmen heute unseren Gefühlen intensiver wahr. Aber wir haben heute eine Jod-Figur und das erzeugt gewisse Unsicherheit. Warum? Weil hier stehen drei Tierkreiszeichen in Verbindung. Sonne in Tierkreiszeichen Zwillinge, das ist Luftelement. Mond in Tierkreiszeichen Skorpion
und das ist Wasserelement. Und Saturn steht mit beiden in Verbindung in Tierkreiszeichen Steinbock und das ist Erdeelement. Und wenn wir heute Entscheidungen treffen wollen, wie sollen wir da handeln, wenn zwei Elemente gleichzeitig spürbar sind? Luft, Erde, Wasser. Erde und Wasser ist eher passiv, zurückhaltend, eher abwartend. Luft ist aktiv, setzt etwas in Bewegung. Wo liegt die Lösung? Das ist die Spitze dieses Dreiecks und das liegt in Tierkreiszeichen Zwillinge. Also wenn wir heute Entscheidung treffen wollen, dann ist gut Gespräche führen und somit bekommen wir mehr Klarheit, Orientierung oder wir bekommen die Wahrheit oder kommt die Wahrheit ins Licht und das vermittelt die Sonne in Zwillingen. Daran liegt die Lösung. Aber das ist gar nicht so einfach, durch Gesprächen die Wahrheit erfahren, weil Merkur, der Planet, die Kommunikation in Tierkreiszeichen Stier ist im Schattenseite. Es wurde etwas verborgen vor uns. Kann auch bedeuten, dass wir etwas im Verborgenen halten sollen, also schweigen. Es ist ein gewisser Widerspruch, weil einerseits ist gut kommunizieren, gerade wenn wir Entscheidungen treffen, damit wir mehr Klarheit, mehr Orientierung bekommen, dass wir etwas klar und deutlich erkennen. Aber das Schweigen spielt auch eine Rolle. Oder wird vor uns etwas verschwiegen, ist auch möglich. Etwas ist im Verborgenen. Und es handelt sich um Gesprächen. Vielleicht mit anderen Menschen kommunizieren, damit wir die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit, was wird verschwiegen? Oder welche Gespräche laufen hinter dem Rücken? Was ist im Verborgenen? Es liegt etwas im Verborgenen und das sind Gespräche. Etwas hinter geschlossenen Türen. Natürlich kann das auch in politischen Ebenen sein. Es muss nicht unseren Privatbereich treffen, aber wir sollen trotzdem achtsam sein, damit wir in Wahrheit bleiben, auch darauf achten, was wird vor uns verschwiegen. Und die heutigen Tag und das beeinflusst die Mondkraft, ist wichtig, die Realität zu betrachten oder unsere Wünsche im Tat umsetzen. Und heute ist gut, etwas planen und auch handeln. Ich würde heute ein Halbedelstein empfehlen und das ist Rauchquarz. Das ist nicht so durchsichtig wie Bergkristall. Durch die Farbe hat die Name bekommen Rauchquarz. Dieser Rauchquarz schenkt uns Lebensfreude, gibt uns Kraft und Mut. Hilft auch im inneren Gleichgewicht bleiben, stärkt unserem Nervensystem, weil dieser Halbedelstein Rauchquarz beruhigt uns. Wir sollen nur im Hand halten, dann spüren wir diese Energie. Bei Antiken war diesem Stein schon bekannt als Schutzstein, weil warnt uns vor Gefahren. Achtsam sein, welchen Gesprächen sind im Verborgenen. Jemand verschweigt vor uns etwas. Und wenn das nicht angenehm für uns ist, dann brauchen wir Schutz und dabei hilft diesem Halbedelstein Rauchquarz. Wir sollen einmal im Monat entladen mit lauwarmen fließenden Wasser und aufladen entweder mit Sonnenkraft oder mit Mondenergie oder mit Bergkristall oder mit allem drei. Die Sonnenkraft stärkt die Gespräche, gerade wenn hier um Gespräche handeln im Verborgenen, natürlich die Sonne
ist das Licht, wird uns klar und deutlich und wir öffnen unsere Augen und wir erkennen die Wahrheit. Natürlich die heutige Sonnenkraft stärkt das. Und die Mondenergie hier bei Skorpion ist eine Wandlung, dass sich etwas ändert, dass wir die Richtung bestimmen können und auch in Wahrheit bleiben. Und natürlich die Skorpion-Energie hat einen Einfluss auf unsere Gefühlen. Welche Einflüsse haben wir noch von Sternen? Die Sonne wird bestrahlt von Prima Hyadum und es befindet sich bei den Hyaden. Die Hyaden und die Plejaden sind die sieben Töchter von Atlas, also sieben Töchter von Plejaden, sieben Töchter von den Hyaden, insgesamt 14 Töchter von Atlas. Und diese Töchter weinen. Die Frage ist, welche Tränen sind das? Die Tränen, die Traurigkeit, das sollen wir auch fließen lassen, das befreit auch. Oder die Tränen, die Freude. Und hier entscheiden wir, die Sonne beleuchtet den Weg. Welche Richtung sollen wir schauen? Weil in die, wo wir hinschauen, genau in diesem Weg gehen wir auch. Und wir sollen so die Entscheidung treffen, dass dann später nicht zum Tränen führt oder tränende Freude. Das ist natürlich dann sehr erfreulich, aber nicht die Tränen, die Traurigkeit. Mond bekommt auch einen Einfluss von Kreuz des Südens. Diesem Sternbild Kreuz des Südens ist sichtbar im Südhalbkugel und hier befindet sich die Südpol und das sind Themen, religiöse Themen und spirituelle Themen. Alpeka bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und das ist die Krone. Und diese Krone oder Ring, das ist ein ringförmiges Sternbild und besteht aus 9 Sternen. Manche bezeichnen das als Ring und das hat mit einer Ehe zu tun, weil hier wurde eine Hochzeit gefeiert, Ariadne und Dionysus, die Weingott, das ist diese Hochzeit. Und dieser Ring oder Kronen, wir können als Ring betrachten und in Verbindung setzen mit dieser Hochzeit oder als Krone, als Geschenk von Aphrodite, der Liebesgöttin. Und das natürlich mit Hochzeit, mit Verlobung, mit Verbindungen, aber auch mit Geschenk etwas zu tun. Und das war die Geschenk in diesem Hochzeit von Ariadne und Dionysos. Dionysos ist der Weingott. Und natürlich, das ist diesem Stern im Sternbild Krone oder Ring, wie wir das auch sehen wollen. Auf jeden Fall handelt sich um ein Geschenk, handelt sich um ein Juwel. Und wie beeinflusst das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen suchen die Wahrheit. Sie bringen auch etwas ins Licht. Sie brauchen Anerkennung. Die Gespräche liegen im Verborgenen und die Zwillingsgeborenen haben diese Gespür. Sie werden die Wahrheit erkennen oder die Wahrheit vermitteln. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben auch dieses Bedürfnis wahrgenommen werden. Und wichtiges Thema ist noch bei den Krebsgeborenen die Liebe Partnerschaft. Die Liebesplanet Venus bewegt sich hier in Tierkreiszeichen Krebs, steht aber in Verbindung zum Saturn und das Licht gegenüber. Und das ist wie eine Waageschale, das muss etwas abwiegen, ausgleichen. Und weil hier auch um Gerechtigkeit handelt und bei Saturn Einfluss natürlich auch Karma, das kann bei vielen Krebsgeborenen und auch bei vielen Steinbockgeborenen um eine karmische Verbindung handeln. Und es muss das ausgleichen und es geht nur mit Geben und Nehmen, Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen. Es ist sehr wichtig, im Gleichgewicht
zu bleiben. Die tierkreiszeichnen Löwengeborenen haben auch karmischen Themen, weil die aufsteigende Mondknoten bewegt sich hier im Löwen. Und das sind die neue Richtung, karmischen Lernaufgabe, die Suche der Platz des Lebens. Das kann in allen Lebensbereichen sein, die Berufung, Suche nach die wahre Berufung oder die Partnerschaft. Und da sind natürlich auch viel Lernaufgabe gerade dabei und das trifft zurzeit die Löwengeborenen, weil das alles Kraft kostet. Brauchen die Löwengeborenen die inneren Gleichgewicht und auch die Ruhe, ein gewisser Rückzug. Aber nicht nur zurückhaltend sein, das wäre auch verkehrt, auch aktiv sein, aber das sollen die Löwengeborenen ausgleichen. Die tierkreiszeichnen Jungfraugeborenen verspüren die schöpferische Kraft, aber sie fühlen sich wie eingesperrt. Sie haben tolle Ideen, sie möchten das gerne verwirklichen. Das ist auch die Träume, die Wünsche, das zu präsentieren, aber keiner hört zu. Oder sind auch Gespräche hinter dem Rücken im Verborgenen und es ist sehr schwierig, da etwas klären oder jemand überzeugen von diesem Idee. Und die schöpferische Kraft bleibt momentan wie in einem Stau. Aber das wird besser, da kommt auch eine Verbesserung. Die Jungfraugeborenen nehmen ihren Gefühlen wahr und Liebepartnerschaft ist auch sehr wichtig und da haben die Jungfraugeborenen mehr Glück. Eine oder anderen Jungfraugeborenen haben Stress gerade mit ihren Kindern. Die tierkreiszeichnen Wagengeborene ist wichtig Beruf, Berufung und sie haben neue Ideen und sie wollen das auch verwirklichen und sie haben auch die Kraft und die Mut, beruflich endlich etwas verbessern. Bei vielen Wagengeborenen wird das bedeuten eine berufliche Veränderung. Die tierkreiszeichnen Skorpiongeborenen ist alles zu viel momentan. Und sie verlieren im Augenblick die Kraft. Sie fühlen sich überfordert. Und sie brauchen auch den Rückzug, die Ruhe und in diesem Kraft zu bleiben. Worauf sie achten sollen, das sind die Gespräche. Nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt oder dieser Termin, sondern nachfragen. Oder wenn das um Gesprächen handelt, es ist wichtig, eine wichtige Botschaft für die Skorpiongeborenen, die Verbindung suchen, weil es ist jemand da, wo auf diese Verbindung wartet. Die Skorpiongeborenen nehmen ihren Gefühlen bewusst wahr, aber sie haben zurzeit Entscheidungsschwierigkeiten. Und hier gilt auch gerade bei diesem Jodfigur jemand fragen. Damit man mehr Klarheit, Orientierung bekommt. Also die Gespräche, die Kommunikation ist sehr wichtig. Bei vielen Skorpiongeborenen bedeutet auch, dass sie ahnen etwas, dass irgendwas im Verborgenen ist und jemand schweigt oder erzählt nicht alles oder sagt nicht die Wahrheit. Es wird etwas verschwiegen und die Skorpiongeborenen spüren das. Aber ein anderes Gespräch bringt alles ins Licht und kommt die Klarheit. Bei Tierkreiszeichnen Schützengeborenen ist wichtig die finanzielle Sicherheit, die Stabilität, aber auch die Liebe, Partnerschaft spielt auch eine wichtige Rolle, gerade bei den Schützengeborenen, aber sie sind unsicher. Sie wissen nicht, ob sie aktiv sein sollen oder eher zurückhaltend. Und da entsteht ein gewisser Hin und Her. Dann ist wichtig erstmal das Nachdenken. Nachdenken, ist es gut, aktiv zu sein, die Kontakt suchen oder momentan ist wichtig, eher zurückhaltend sein, ein Rückzug und das sagt die innere Stimme. Also nach innen schauen und auf die innere Stimme hören, das Gefühl wird das schon sagen, was richtig ist.
Die Tierkreiszeichen Steinbockgeboren haben Wünsche, Sehnsüchte und Träume. Und das sollen sie auch ernst nehmen und das Ziel setzen, aber sie sollen von etwas verabschieden. Entweder Angst oder Zweifel oder etwas loslassen, was im Weg steht. Also es ist schon ein Prozess hier aufräumen. Und die Liebepartnerschaft ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und wie ich schon sagte, Venus, Saturn stehen gegenüber. Und das ist wie die Waagschale. Das muss ganz, ganz feinfühlig gerade ausbalancieren. Das heißt nicht nur warten, bis der andere Gefühle zeigt oder kommt, sondern ein Entgegenkommen. Aber das darf nicht zu viel sein. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Und so kommt die Partnerschaft im Gleichgewicht in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren haben Kraft und Mut und sie werden einiges erreichen beruflich, aber die Nachrichten, die Gespräche, das ist unangenehm zurzeit bei den Wassermann geborenen. Entweder wird hier auch etwas verschwiegen oder sie warten eine Nachricht und es kommt noch nicht, bleibt im Verborgenen. Oder wenn das kommt, dieses Gespräch, dann ist unangenehm oder niemand hört zu. Also das sind Einschränkungen da, was gerade die Wassermann-Geborenen erleben. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen haben mehr Glück. Ja, sie sind auch intuitiv, sie hören auf ihren Träume und sie haben zurzeit sehr intensive Träume und sind auch sehr kreativ. Und sie sollen sich inspirieren lassen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen wird gezeigt, wo weh tut und kommt gerade ein Heilprozess. Und das ist auch die Bewegung, also eine Art Heilung. Bei vielen Wiedergeborenen ist sogar das die Berufung, dass einige Wiedergeborenen jetzt Entscheidung treffen, im heilerischen Beruf tätig zu sein. Und das ist schon ein Aufstieg, einen beruflichen Aufstieg. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen fühlen sie sich gerade in die Schattenseite des Lebens, aber das hat auch eine Bedeutung, in die Tiefe schauen. Und das sind die Gespräche, die Kontakte, nachdenken, wer was vermittelt hat oder kann um anderen Informationen handelt, wie das Wissen, welche Wissen wird vermittelt. Was ist wichtig? Was sollen Sie intensiver untersuchen? Welche Richtung sollen Sie gehen oder eine Schulung machen? Oder dieses Neugier, etwas zu erfahren, das ist sehr wichtig, weil die Stiergeborenen schauen in die Tiefe gerade. Und das sind auch die verborgenen Dinge im Leben und die tiefe Zusammenhänge zu erkennen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich erwähne noch die Blitzberatungen. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mail-Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Sie schreiben mir ein E-Mail und stellen Ihren Fragen. Und ich beantworte diese E-Mails noch im selben Tag. Spätestens bis nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com und mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.